Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung, der finalen Veranstaltung unserer gemeinsamen Veranstaltungsreihe zwischen Erfolgsfaktor und Beruf und Familie. Mein Name ist Oliver Schmitz, herzlich willkommen. Thema heute quasi Praxisbeispiele. Genau, ganz kurz würde ich auch noch mal Herrn Meyer übergeben, dass er kurz begrüßt. Ja, danke Herr Schmitz, auch von mir ein schönes Willkommen. Schön, dass Sie da sind und ich grüße Sie ganz herzlich im Namen des kompletten Teams Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie. Genau, ich hatte gerade ein relativ starkes Echo. Vielleicht können die aktivierten Teilnehmenden sich noch mal kurz stumm stellen. Dann klappt es, glaube ich, besser. Genau, ja, ich darf natürlich ganz herzlich begrüßen unseren ReferentInnen von heute. Das ist zum einen Bettina Schweizer von der Universität Bremen, Frau Schiller von der Universitätsmedizin Göttingen, Frau Dauria von Edwards Life Science, Frau Nicola Rapp und Andreas Fiesel von der St. Elisabeth Stiftung und von Zeppelin Frau Michaela Meyerthaler, die heute die Veranstaltung bereichern werden mit ihren Praxisbeispielen. Genau. Wir werden ganz kurz vorab noch mal im Schnelldurchgang noch mal kurz vorstellen, wer wir sind. Zum einen die Beruf und Familie, Beruf und Familie Service GmbH, Oliver Schmitz, mein Name, Geschäftsführer der Beruf und Familie. Beruf und Familie wird den meisten ein Begriff sein, ich mache es wirklich ganz kurz. Seit 20 Jahren quasi das Managementinstrument zum Thema Vereinbarkeit, verbindlicher Prozess, das Ganze eine Zertifizierung, wobei wir halt sagen, wir sind ein Entwicklungsaudit. Das heißt, wir schauen immer drauf, was gibt es für Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und begleiten somit quasi auch die gesellschaftliche Entwicklung bei dem Themenfeld schon seit 20 Jahren, haben knapp 1000 Zertifikatsträger auch und uns freut natürlich auch unsere Schirmherrschaft beim Bundesfamilienministerium. Hier die aktuelle Familienministerin und daneben noch ein Bild aus Zeiten, wo man sich auch noch live getroffen hat. Genau, dann gebe ich auch gleich weiter an vorab vielleicht noch einen ganz kleinen organisatorische Sachen. Sie werden die Präsentationen, die freigegeben sind, natürlich im Anschluss auch noch erhalten. Ich habe im Chat auch noch mal einen Hinweis geschrieben, falls es Probleme gibt mit Ton oder Video, was schon mal vorkommen kann, hilft es meistens, kurz F5 zu klicken oder den Browser neu zu starten, dann klappt das in der Regel ganz gut. Und zum Thema Datenschutz, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, aber das Ganze läuft quasi so ab im Chat und auch bei der teilnehmenden Liste, dass keine Namen zu sehen ist, um halt dem Datenschutz auch entsprechend Gebühr zu zollen. Genau, dann gebe ich aber direkt weiter an Herrn Meyer. Dankeschön, Herr Schmitz. Noch ergänzend zu der Frage, wie dieser Raum eingerichtet ist. Sie können uns Ihre Fragen, Ihre Anregungen in den Chat schreiben. Sie werden aber nicht die Beiträge der anderen Teilnehmenden sehen. Das heißt, Herr Schmitz und ich werden im Hintergrund Ihre Fragen bündeln und zu gegebener Zeit eben an unsere tollen Praxisbeispiele weiterleiten. Genau, mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Referent im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie. Wir sind Deutschlands größte Wissens- und Austauschplattform zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unser Fokus liegt explizit auf den KMUs in diesem Land. Wir haben auch alle DAX-Unternehmen in der einen oder anderen Form als Mitglieder bei uns. Aber wie gesagt, unser Portfolio richtet sich explizit an kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben aktuell, das ist der Stand von gestern, 8098 Mitglieder. Und es kommen täglich neue dazu und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn im Anschluss an diese Veranstaltung Sie Teil dieses starken Netzwerkes werden würden. Unsere Förderstruktur sieht so aus. Wir haben auf der einen Seite den politischen Arm über das Bundesfamilienministerium und auf der anderen Seite den Wirtschaftsarm, den Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Also zwei starke Eltern, wenn man so möchte, die uns eben zum einen Legitimität geben für unsere Arbeit und zum anderen auch eine große Reichweite in die Region, in die IHKs und darüber auch zu Ihnen in die Unternehmen hinein. Wir haben ein vielfältiges, kostenfreies Angebot für unsere Mitglieder, Webseminare wie heute, gerne auch in Kooperation mit starken Partnern wie der BFS. Wir publizieren allerdings auch recht klassische Printmedien, die auch als PDFs abrufbar sind, Leitfäden mit Checklisten in guter Praxis. Wir halten sie auf dem Lauf durch unser Newsletter und wir sehen uns
auch im virtuellen Raum ganz klar als Austausch- und Vernetzungsplattform und versuchen unsere Angebote dementsprechend auch auszurichten. Wir bieten Ihnen Textbausteine und Materialien für Ihre Vereinbarkeitsarbeit, um Sie in Ihren Betrieben, in Ihren Organisationen hierbei zu unterstützen. Und wir arbeiten auch wie heute sehr, sehr gerne mit Unternehmensbeispielen zusammen, denn eines unserer Leitmottos ist voneinander lernen. Und ich glaube, das bringt unseren Mitgliedern den größten Mehrwert, wenn wir eben hier mit guten Beispielen arbeiten und diese in die Unternehmens- und Organisationslandschaft tragen können. Außerdem haben wir auch viel zu Corona publiziert in den letzten Monaten und eben hier auch Unterstützungsmöglichkeiten angeboten. Außerdem, vielleicht kennen Sie den Fortschrittsindex Vereinbarkeit, ein niedrigschwelliges Tool, um Ihren Vereinbarkeitsstand in Ihrer Organisation zu messen und auch mit anderen zu vergleichen. Schauen Sie sich das gerne an auf unserer Homepage, wenn Sie das noch nicht kennen sollten. Herr Schmitz hat es bereits angekündigt, wir werden dieses Video im Anschluss schneiden und zur Verfügung stellen. Denn dieses Video werden Sie in wenigen Tagen auf unserem YouTube-Kanal sich anschauen können. Herr Schmitz hat es ja bereits angesprochen. Wir treffen uns heute zu der finalen Episode einer sehr spannenden, interessanten und inspirierenden Reise, die wir in den letzten Monaten durchgeführt haben. Und der Ausgangspunkt dieser Veranstaltungsreihe Vereinbarkeit hat viele Adressen war eine Schlaglichtbefragung, die wir gemeinsam im Frühjahr letzten Jahres durchgeführt haben. Und wir wollten von den Unternehmen in unseren Netzwerken wissen, inwiefern Vereinbarkeitsbedarfe von Gruppen bestehen, die bisher vielleicht noch nicht so stark im Fokus waren, wie die klassischen Instrumente. Und wir haben die erste Episode genutzt, um eben Ergebnisse zu präsentieren und mit Ihnen zu diskutieren, welche Gruppen hier vielleicht relativ neu in den Fokus gekommen sind und wie diese auch im Anschluss adressiert werden können. Und die folgenden Episoden richteten sich hier nach den Bedarfen von Unternehmen. Wir haben zum einen über Kommunikation geredet, hatten dafür auch zwei tolle Praxisbeispiele dabei, die Debatteam aus Bruchsal und die Kreuzwerke aus Berlin und sind hier in einen intensiven Austausch getreten, um eben herauszufinden, wie diese beiden Unternehmen verschiedene Zielgruppen ansprechen und hier ins Gespräch kommen. Außerdem hatten wir die schöne Gelegenheit, mit der Institutsleiterin des Sinus-Instituts, Frau Silke Borgstedt, abzuklopfen, inwiefern ein milieuspezifischer Blick auf Beschäftigtengruppen hier eine Hilfestellung sein kann, um eben die verschiedenen Bedarfe zu evaluieren und im nächsten Schritt auch damit arbeiten zu können. Außerdem haben wir uns der Schlüsselrolle der Führungskräfte gewidmet. Hierzu gingen wir in den Austausch mit Frau Flüte-Hoffmann vom Deutschen Institut für Wirtschaft und haben eben gemeinsam debattiert, welche zentrale Rolle Führungskräfte in diesem Gefüge einnehmen. Im letzten Monat hatten wir die Gelegenheit, gemeinsam uns Instrumente anzuschauen, ganz besonders die Beschäftigtenbefragung und hatten auch hier ein tolles Beispiel mit an Bord. Und Sie können all diese Veranstaltungen, wie gesagt, auf unserem YouTube-Kanal sich auch anschauen. Und hier sollten Sie die ein oder andere Episode verpasst haben, auch hoffentlich ein paar Inspirationen mitnehmen. Und nun freue ich mich ganz besonders auf das große, schillernde Finale. Wir haben tolle Unternehmen und Organisationen gewinnen können für den heutigen Austausch. Und damit gebe ich wieder ab an Herrn Schmitz. Ja, genau. Und dann darf ich Frau Meierthaler quasi auf die Bühne holen von der Zeppelin GmbH. Und ja, bin da ganz gespannt auf das erste Praxisbeispiel. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen haben, können Sie diese gerne in den Chat schreiben. Herr Meier und ich werden den Chat entsprechend verfolgen und dann wir werden im Anschluss dann an den Vorträgen auch nochmal Zeit haben, uns auszutauschen oder eventuell dann auch dann direkt reinfragen, wenn es dann eine sehr akute Frage ist. Genau, aber ich gebe die Bühne frei. Frau Meierthaler, vielen Dank. Dankeschön, Herr Schmitz. Herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute auch mit bei dieser finalen Veranstaltung mit dabei sein dürfen. Mein Name ist Michaela Meierthaler. Ich arbeite in der Zeppelin GmbH im Konzern, der in Garching sitzt. Bin in der Personalentwicklung tätig und dort verantwortlich für alle Themen rund um Diversity, Inclusion and Equity, betriebliches Gesundheitsmanagement sowie Vereinbarkeitsthemen. Genau, dann würde ich starten. Ich habe heute unsere Dachinitiative We Are Colorful mitgebracht.
die sich dem Thema Diversity, Inclusion and Equity widmet. Ich würde zuvor gerne noch mal kurz auf unsere Konzernstruktur eingehen, dass Sie so ein bisschen einen Überblick haben, wer wir denn sind. Also wir sind eine Management-Holding, die Zeppelin GmbH. Unsere Wurzeln liegen in der Gründung der Zeppelin-Stiftung durch Ferdinand Graf von Zeppelin im Jahr 1908. Das ist jetzt immer noch unser Gesellschafter und wir haben derzeit ca. 10.000 Mitarbeitende an 220 Standorten in 43 Ländern und Regionen verteilt. Wir sind über sogenannte strategische Geschäftseinheiten organisiert. Das sind 6 Stück mit verschiedenen Geschäftsfeldern, unter anderem den Vertrieb von und Service von Caterpillar-Baumaschinen sowie Miet- und Projektlösungen für die Bauwirtschaft und Industrie, Antriebs- und Energiesysteme und Anlagenbau. Dazu haben wir noch eine strategische Management-Einheit, die für alle strategischen Geschäftseinheiten zuständig ist, wenn es um die Themen IT und Digitalisierung geht. Genau. Mit unserer Initiative Z-Colorful haben wir die Mission, dass wir sagen, wir möchten gerne konzernweit uns für Diversity und Chancengerechtigkeit einsetzen, da wir davon überzeugt sind, dass durch das Nutzen der Vielfalt, dass wir einfach einen nachhaltigen Unternehmenserfolg sichern. Deswegen verstehen wir das auch als ganzheitliches Konzept und orientieren uns dabei an den Vielfaltsdimensionen der Charta der Vielfalt. Das sind 7 Stück in Summe. Wir sind auch seit Oktober 2020 Mitglied der Charta der Vielfalt sowie Gründungspartner von Employees for Equality. Das ist ein Unternehmen, das sich für Gleichberechtigung und Diversität stark macht. Derzeit ist es so, wir stehen bei Zeppelin gerade so da, dass wir uns auf 3 Kerndimensionen fokussieren. Das ist einmal die kulturelle Herkunft, da wir fast, sage ich jetzt mal, 50% der Mitarbeitenden außerhalb Deutschlands haben. Die zweite Dimension ist das Geschlecht. Wir sind schon in einer Branche tätig, die hauptsächlich im Bausektor angesiedelt ist. Das bedeutet auch, wir haben schon auch eine Männerdomäne. Deswegen liegen wir derzeit konzernweit bei 16% am Frauenanteil und haben uns das Ziel gesetzt, bis 2025 20% Frauenanteil in der Gesamtbelegschaft unter Führung zu erreichen. Und als 3. Dimension haben wir das Alter. Bei uns steigt, ich denke auch wie in der Gesellschaft überhaupt, das durchschnittliche Alter in den letzten Jahren kontinuierlich an, wie Sie hier sehen. Deswegen widmen wir uns noch einem aktiven Generationenmanagement und altersgemischten Teams. Neben der Initiative We Are Colorful, das unsere Dachinitiative ist, haben wir noch einige anderen Unterinitiativen, unter anderem Z-Parents, das ist unsere Initiative für Eltern bei Zeppelin, unser Netzwerk für Frauen, das ist Z-Now, sowie für Work-Life-Balance, mitunter da dann auch Z-Fit, was unsere Gesundheitsinitiative ist. Und die Initiative habe ich Ihnen jetzt auch noch mitgebracht mit ein paar kleinen Ausschnitten dazu. Mit Work-Life-Balance ist es bei uns so, dass wir wirklich gezielt die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fördern möchten, um die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden zu steigern, frei nach dem Motto Focus on our people. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir seit 2018 mit allen deutschen Gesellschaften im verbindlichen Auditierungsprozess von Audit, Beruf und Familie mit dabei sind und ein Team konzernweit haben, also in jeder strategischen Geschäftseinheit, die die Maßnahmen vorantreiben und auch umsetzen. Und ich habe hier nur einen kleinen Auszug mitgebracht an den Maßnahmen, die wir bisher schon quasi etabliert haben oder vorangetrieben haben. Das ist unter anderem eine neue Konzernbetriebsvereinbarung fürs mobile Arbeiten. Das wurde jetzt im letzten Jahr ganz neu eingeführt, dass die Mitarbeitenden, die können flexibler arbeiten können.
Dann haben wir, oder wir sind gerade in der Prüfung bezüglich Lebensarbeitszeitkonten, sensibilisieren kontinuierlich familienkompatible Termine und Erreichbarkeitszeiten, schulen unsere Führungskräfte kontinuierlich, momentan verstärkt zu dem Thema New Work, das heißt eigentlich digitale Führung, mobiles Arbeiten, was kommt da Neues auf uns zu. Dann freuen wir uns ganz besonders über unsere Zusammenarbeit mit dem Familienservice FAM Plus. Über die haben unsere Mitarbeitenden die Möglichkeit, dass sie sich für die Bereiche Kinderbetreuung, Pflege oder Psychosoziales kostenfrei individuell beraten lassen können. Zusätzlich haben wir Zuschüsse für Kinderbetreuung, Angebote für Ferienbetreuung bei den größeren Standorten, die wir in Deutschland haben. Unser Netzwerk für Eltern bei Zeppelin, Z-Parents, gibt es seit letztem Jahr. Da haben alle Eltern die Möglichkeit, dass sie sich quartalsweise zu einem Workshop anmelden. Also da haben wir vorab Themenwünsche abgefragt und sich dann zusätzlich vernetzen können. Das wird sehr, sehr gut bei uns angenommen. Also das wächst kontinuierlich, dieses Netzwerk. Und zusätzlich haben wir bei uns im Intranet die Möglichkeit für die Mitarbeitenden, dass sie sich Unterlagen bezüglich Pflegethemen oder Elternzeit herunterladen können, sowie ergänzend dazu jeden Monat ein Webinar in Kooperation mit FAM Plus zu den Themen Pflege, Familie und Psychosoziales. Genau, das soweit zu unserer Initiative. Also wir haben noch mehr. Vielleicht können wir später noch drauf eingehen, aber das war jetzt so mal der grobe Überblick. Für Fragen, wenn Sie die haben, jederzeit gerne. Dankeschön. Ja, ganz vielen Dank. Also ich habe jetzt schon ein paar Fragen gesammelt. Das sind auch Fragen, die vielleicht danach in der großen Runde auch nochmal gesetzt werden können, weil die durchaus auch interessant sein könnten für alle. Genau, und dann würde ich jetzt Frau Daria nach vorne holen. Ja, vielen Dank, Herr Schmitz und Herr Mayer für diese Einladung. Jetzt ganz kurz. Genau, ich musste Ihnen noch kurz die Moderationsrechte übergeben. Ja, perfekt, vielen Dank. Dann vielen Dank, Herr Schmitz und Herr Mayer, für diese Einladung und für die Möglichkeit, heute in dieser Runde auch unser Praxisbeispiel vorzustellen. Mein Name ist Roberta Dauria und ich bin bei der Firma Edwards Life Sciences Services GmbH als HR Manager tätig, zuständig für Deutschland. Genau, die Edwards Life Sciences ist weltweit führend in der Entwicklung von Herzklappen und hämodynamischen Überwachungssystemen und wir entwickeln innovative Technologien für unseren Patienten und insbesondere, also unsere Produkte sind hier, wie man hier sehen kann, biologische Herzklappen, Transkatheter-Herzklappen, aber auch Geräte für die Überwachung und Messung von verschiedenen Werten von Patienten, die in der Intensivstationen sind. Wir sind weltweit 14.000 Mitarbeiter und in Deutschland sind wir zurzeit 230 Mitarbeiter. Wir sind sehr, sehr engagiert auch zum Thema Diversity und Inclusion und wir versuchen immer neue Initiativen und Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und der Fokus ist heute auf unser Praxisbeispiel die Employee Resources Groups. Das Executive Leadership Team von Edwards hat sich gefragt, wie kann man am besten alle Mitarbeiter erreichen? Wie kann man auch am besten die Herausforderungen und die Interessen, die Bedürfnisse von verschiedenen Gruppen von Mitarbeitern verstehen, damit man auch diese Mitarbeiter am besten unterstützen kann. Und deswegen hat Edwards die Gründung von Employee Resources Groups, die sogenannten ERGs, unterstützt und gefordert, damit wirklich die Mitarbeiter mit gemeinsamen Interessen, Themen und Herausforderungen zum Austausch kommen können und ihre Perspektiven, verschiedenen Kulturen und Erfahrungen teilen. Und insbesondere die ERG Generations
unterstützt die Themen rund um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Pflege, Betreuung von Familienangehörigen, Elternschaft und setzt sich aus 4 Untergruppen zusammen. Und unsere Mitarbeiter können auf unserer Webseite Diversity und Inclusion viele Informationen über diese Gruppe erhalten und können sich dann für eine Gruppe anmelden. Die 4 Untergruppen sind hier dargestellt. Wir haben zuerst die Next Generation Gruppe. Diese Gruppe ist wirklich gedacht für die jüngere Generation, repräsentiert die Werte und die Wünsche der jüngeren Generation und hat das Ziel, auch die neue Generation von Führungskräften bei Edwards aufzubauen. Die 2. Gruppe ist die Working Parents. Das Ziel dieser Gruppe ist, die berufstätigen Eltern von Edwards zu unterstützen und wirklich sicherstellen, dass diese Kollegen auch eine effektive Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleben können. Die Caregivers-Gruppe ist gedacht für die Kollegen, für die Mitarbeiter, die neben der Arbeit eine andere Herausforderung haben, und zwar die Pflege von Angehörigen. Und die 4. Gruppe, die Boomers, ist gedacht für andere Kollegen, für Kollegen, die sich in einer besonderen Phase ihrer Karriere befinden, also in der finalen Phase ihrer Karriere. Und das Ziel hier ist wirklich, diese Kollegen durch diese große Änderung zu begleiten und auch ihnen zu zeigen, wie man auch nach dem Ruhestand aktiv bleiben kann, wie man einen Beitrag zur Gesellschaft auch nach oder in dem Ruhestand leisten kann. Diese Gruppen sind sehr, sehr aktiv. Sie bieten Ressourcen an, sie organisieren regelmäßig Stammtische, sie organisieren Programme mit internen und externen Referenten. Sie organisieren auch die sogenannten Charity Actions, verschiedene Veranstaltungen, auch um andere Organisationen außerhalb Edwards zu unterstützen. Organisationen, die auch unsere Hilfe und Unterstützung benötigen. Und insbesondere 3 Gruppen waren sehr, sehr aktiv. Die Caregivers zum Beispiel, sie haben ein virtuelles Event organisiert zum Thema Mental Wellbeing. 5 Kollegen haben ihre Erfahrungen mit uns geteilt und wirklich erklärt, was es heißt, so eine doppelte Herausforderung zu haben, neben der Arbeit auch eine Herausforderung zu Hause. Und eine Psychologin hat dann erklärt, wie belastend so eine Situation sein kann und wie wichtig ist es auch, mental und psychisch gesund zu bleiben in so einer Situation. Die Gruppe Next Generation hat ein sehr, sehr interessantes Programm entwickelt und umgesetzt letztes Jahr als Pilot-Projekt und dieses Jahr nochmal als Projekt, nicht nur für die Mitglieder der Next Generation Gruppe, aber wirklich für die jüngere Generation generell bei Edwards. Und das Programm heißt Exploring Leadership und das ist wirklich gedacht für die Kollegen am Anfang ihrer Karriere, damit sie wirklich lernen können, was heißt, eine Führungskraft zu werden, was heißt, eine Führungskraft bei Edwards zu sein, welche Skills man entwickeln soll. Und sie können dann tatsächlich entscheiden, ob sie eine Karriere als Führungskraft haben möchten oder lieber als Individual Contributors zu arbeiten. Und das Programm, wie gesagt, war sehr, sehr erfolgreich. Und dann die Boomers-Gruppe hat auch ein virtuelles Event organisiert. Das Thema war Pre-Retirement und auch in dem Fall eine externe Psychologin hat dann erklärt, wie kann man am besten so eine Situation erleben, so eine Entscheidung treffen, was heißt das für die einzelne Person, aber auch für die Familie, für die Familienangehörige. Und diese Gruppe sind sehr aktiv. Wir wünschen uns, dass sie noch aktiver werden. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam reden, dass wir tatsächlich alle Stimmen hören können und dass sie auf uns zukommen, auf das Management und auf die Personalabteilung mit Ideen,
mit Initiativen, die wir dann gemeinsam umsetzen müssen. Und wir sind auch seit 2014 Beruf und Familie zertifiziert und deswegen ist das für uns sehr, sehr wichtig, in diesem Bereich so aktiv zu bleiben. Vielen Dank. Vielleicht hier nochmal eine ganz kurze Frage, weil sie sich direkt darauf bezieht. Da war jetzt die Frage, wer sitzt in den einzelnen Gruppen, beispielsweise in der Gruppe Next Gen und wie organisiert man das denn? Ja, vielen Dank für diese Frage. Also es ist wichtig für uns zu zeigen, dass alle und vor allem die Führungskräfte und das Executive Leadership Team engagiert ist. Und das heißt, die Leaders dieser Gruppe sind jeweils zwei Senior Manager oder Vice President, nicht aus Deutschland, aber tatsächlich wirklich zuständig für die Region. Das heißt, diese Gruppe sind auch nicht nur funktionsübergreifend organisiert, aber auch länderübergreifend und zwei Vice President oder Senior Manager zuständig für die Region haben auch die Leadership dieser Gruppe und alle Mitarbeiter in der Region können sich dann für eine Gruppe anmelden. Eine Frage noch, bevor wir zum nächsten Beitrag übergehen, aber wir haben ja gleich nochmal die große Runde, geht nochmal dahin, ob der Inhalt der virtuellen Events für die Betroffenen nur angeboten wird oder wird die Bedeutung auch den Führungskräften zum Beispiel verdeutlicht? Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen, Herr Schmitz? Also wird der Inhalt der virtuellen Events für die Betroffenen angeboten oder wird die Bedeutung auch den Führungskräften verdeutlicht? Also geht es auch darum, nachher mit den, was man da an Erkenntnissen hat, die Führungskräfte zu sensibilisieren? Ja, also es ist wichtig, die Führungskräfte zu sensibilisieren, aber auch generell alle Gruppe von Mitarbeitern, alle Ebene, damit auch die Mitarbeiter wirklich wissen und verstehen, also das Thema kann man ansprechen im Unternehmen und genau, Vorschläge können von Führungskräften kommen, aber sie können auch von Nicht-Führungskräften kommen und wirklich man kann frei im Unternehmen diese Themen ansprechen. Ja, ganz vielen Dank. Dann können wir nachher in der großen Runde noch mal weiter diskutieren. Dann freue ich mich jetzt mal auf einen Blick aus der Hochschule heraus, und zwar von der Universität Bremen, und begrüße Frau Bettina Schweizer. Sie sind noch umgeschaltet. Entschuldigung, das ist schon fast immer ein Running Gag im WIKO-Format. Herzlichen Dank, Herr Schmitz und Herr Meyer, für die freundliche Einladung. Und ich sag mal als Zwischenfazit, mega interessant, diese ganz verschiedenen Vorschläge und Angebote in den Unternehmen zu machen. Das ist sehr bereichernd. Ja, mein Name ist Bettina Schweizer. Ich komme von der Universität Bremen. Ein paar Worte zur Universität. Wir sind im Land Bremen die einzige Universität, das ist aber auch nicht schwer, weil wir sind das kleinste Bundesland in der Republik. Wir haben eine mittelgroße Universität, das heißt, bei uns sind 3000 Beschäftigte tätig im Bereich Wissenschaft und Verwaltung gemeinsam. Und die Studierendenbezahlen sind annähernd bei 20.000 Studierenden. Genau, und meine Funktion in der Universität ist, dass ich da als Referentin arbeite in dem Referat Chancengleichheit, Antidiskriminierung, was beim Rektorat angesiedelt ist. Wir machen seit 2007, nehmen wir teil an dem Audit Familiengerechte Hochschule und wir haben in diesem langjährigen Prozess erfahren, dass es wichtig ist, diese Thematik sozusagen wirklich als Personalentwicklungs- und Organisationsentwicklungsprojekt oder Prozess viel besser zu nutzen, weil möglicherweise erleben die anderen das auch ähnlich. Es ist ja nicht immer so konfliktlos, sage ich jetzt mal, so Themen, die so ein bisschen quer sind, auch Universitäten, da gibt es ja auch einen hohen Biet, einen hohen Wettbewerb, sei es um Drittmittel oder sei es sozusagen um die Gewinnung von Studierenden. Das heißt also, alle sind ja mit ihren Sachen auch zu Recht sehr beschäftigt.
Und wenn man dann sozusagen mit diesen Themen kommt, muss man immer gucken, wie passt das auch, fügt sich das auch gut rein, ohne dass man damit nervt. Also was ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte und warum ich auch angefragt sind, wir haben aus unserem Pool zwei Instrumente, die wir als sehr gut wahrnehmen, als sehr nützlich wahrnehmen. Und zwar besprechen wir die Thematik der Vereinbarkeit inzwischen zweimal im Jahr in Zeitslots. Also im Frühjahr bieten wir eine Vereinbarkeitswoche an, indem wir eine ganze Woche lang um viele Themen rund um die Vereinbarkeit sprechen. Und im Herbst bieten wir eine Elternwoche an, also wo speziell für Eltern, seien es studentische Eltern und beschäftigte Eltern, Informations- und Workshops-Angebote sozusagen angeboten werden. Ich fange jetzt mal an. Ich beziehe mich jetzt in den 5 Minuten, die mir zur Verfügung stehen, auf die Vereinbarkeitswoche, weil die ein bisschen vielfältiger ist. Also bei der ersten Vereinbarkeitswoche, die wir 2020 gestartet haben, da habe ich das auch gemeinsam mit Studierenden und mit Wissenschaftlerinnen und mit Beschäftigten aus der Verwaltung gemacht. Und da haben wir uns dann eben dazu entschieden, jeden Tag sozusagen einem anderen Thema zu widmen. Also man sieht das jetzt an den Karten. Also Väter kümmern sich. Da haben wir dann auch Workshops für Väter angeboten. Wir haben auch eingeladen einen Vater, einen sorgenden Vater eines behinderten Kindes. Also wir haben 3000 Beschäftigte. Es sind nicht alle Kinder gesund, werden geboren oder es passiert ja immer was im Leben. Also das gehört ja auch dazu. Dann haben wir eine Woche mit zwischen Baby und Bachelor, also die Studierenden speziell angesprochen, welche Angebote wir haben. Wir haben auch studentische Gruppen, wo sie sich sozusagen im Rahmen von Peer Groups treffen können. Dann haben wir die Gruppe der Wissenschaftlerinnen mit Kindern. Das ist ja nochmal eine besondere Gruppe. Da haben wir dann immer deutsch, aber auch englischsprachige Angebote, wie zum Beispiel Academic and Kids, also da, wo dann auch Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler aus dem internationalen Bereich einfach erzählen, wie sie das machen, was sozusagen die Hürden sind, was aber auch die Chancen sind. Und dabei berichten wir aber auch zum Bereich Pflege, weil das ja auch immer stärker wird und der die Menschen natürlich auch sehr belastet. Dann haben wir einen Tag, you are doing the best you can, be gentle with yourself. Also da sagen wir, also Care heißt ja auch Selbstfürsorge. Und da besprechen wir also diese einzelnen Punkte, was es eben auch heißt, stabil zu bleiben, dass man eben auch diesen spannungsreichen Anforderungen, die es ja am Ende auch sind, auch irgendwie gerecht werden kann. Ich möchte Ihnen gerne vortragen zur Vereinbarkeitswoche. Also das Format, das diskutiere ich auch immer. Und jetzt das letzte von 2022, das haben Studierende formuliert. Ja, das trage ich mal kurz vor, dauert nicht lang. Warum Vereinbarkeit? Vereinbarkeit ist mehr als Work-Life-Balance. Zum Leben gehört viel mehr als ein bisschen Freizeit in den Arbeitsalltag zu quetschen. Alle Aspekte, ob geplante oder ungeplante, fröhliche und herausfordernde, sollten miteinander vereinbart werden können. Unsere Angebote richten sich an Studierende und Mitarbeitende der Universität Bremen sowie deren Angehörige. Dabei möchten wir nicht den Eindruck erwecken, dass Schwierigkeiten damit, Alltag, Studium, Arbeit, Familie, Freizeit etc. unter einen Hut zu bringen, selbst verschuldet sind. Stattdessen sind es strukturell geschaffene Korsetts, die sich gegenseitig bedingen bzw. ausschließen. Diese strukturelle Ungleichheit sorgt unter anderem für eine Schieflage, insbesondere für Frauen und für eine Krise im Care-Bereich. Während wir diese Missstände problematisieren, möchten wir außerdem individuelle Unterstützungsangebote leisten. Also ich finde es total klasse, also wie sozusagen durch gemeinsame Diskussion zweimal im Jahr eben auch solche Texte entstehen und sozusagen, wo dann auch diesem Thema auch mehr Raum gegeben wird. Also das war jetzt das Beispiel von 2020. Im letzten Jahr haben wir das ein bisschen anders gemacht, weil es waren ja auch wieder andere Menschen beteiligt. Und da haben wir sozusagen einzelne Slogans den Tagen zugeordnet. Also viel Care, kein Brot. Da haben wir also wieder gesagt, Teilzeit ist schön, aber was heißt das sozusagen langfristig für die Lebensphase insgesamt durch viel Teilzeit, was häufiger Frauen machen als Männer. Möglicherweise ist dann eine potenzielle Rentenarmut eher eine Frauenarmut. Also solche Themen haben wir da sozusagen dargeboten.
Geteilter Load ist halber Load, also da hatten wir die Thematik Mental Load, also noch mehr fokussiert. Dann natürlich mit Kind an die Uni ist immer wieder ein Renner und Brenner. Dann hatten wir das Thema wieder Self-Care is more than simply taking a breath. Also wir wollen das sozusagen nicht trivialisieren, dass es heißt, also mach morgens ein paar Atemübungen und dann wirst du den Tag wuppen, sondern wir wollen da auch noch ein bisschen hintergründiger dran gehen, indem wir einfach sagen, ja, Vereinbarkeit hat was mit Spannung zu tun. Und wie die Studierenden das so schön formuliert haben, es ist nicht, dass man ständig da defizitär ist, sondern es sind auch die Strukturen, die dazu führen, dass man sehr gucken muss, wie gehen wir damit um. Und vielleicht nochmal auf meine Vorgängerin zurückzugreifen. Ich finde es ganz toll, dass viele Unternehmen sich inzwischen dieser Thematik wirklich auch stellen. Und das freut mich einfach, möchte ich einmal mal sagen. Identify as me, also da geht es ganz viel. Also wir machen auch Angebote für Regenbogenfamilien oder wir haben einen Autor, den haben wir schon zweimal eingeladen. Der hat ein Buch geschrieben, auch über Co-Parenting, und der selbst, also bekennt sich als aktiver schwuler Mann, und seine Partnerin ist bisexuell, und die haben gemeinsam ein Kind. Und wie sie das machen, da hat er ein Buch drüber geschrieben, und das ist ein sehr toller Erzähler, Geschichtenerzähler, würde ich sagen. Und das ist bei uns sozusagen das Thema I identify as me. Und wir haben auch sozusagen so ein paar Standards, also zum Beispiel auch unser Familienservicebüro oder auch wir versuchen überall auch so kleine Plaketten zu machen, also sei es die Regenbogenflagge oder Menschenrechtsflaggen, sodass sozusagen schnell sichtbar wird, wir möchten gerne alle von euch ansprechen, ja, also sozusagen die Idee von Diversity, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen in den Alltag zu bringen. Ja, und die Vereinbarkeitswoche 2022 bereiten wir gerade vor. Und da haben wir jetzt schon ein paar Themen, die ich kurz vorstellen möchte. Also eine Ökonomin wird dazu reden, Geld und Zeit hat ein Geschlecht. Und wir haben eine junge Bloggerin engagieren können. Das ist auch von den Studierenden gekommen. Die Periode ist politisch. Also auch diese Themen sozusagen auch mit den jüngeren Menschen sozusagen auf die Tagesordnung zu bringen. Ja, soweit zu der... Eigentlich habe ich jetzt ausschließlich über die Vereinbarkeitswoche gesprochen, aber ich glaube, wir hören ja noch viele andere Beispiele. Ganz spannend. Ja, haben Sie ganz vielen Dank. Das hat ein bisschen was von Speed-Dating, aber wir wollten ganz bewusst mal in dieser Abschlussveranstaltung quasi der Serie mal ganz viele Beispiele wirklich anbringen. Und was hier besonders wohl beeindruckt hat, das war auch der Text. Also wenn Sie bereit sind, uns den Text zur Verfügung zu stellen, dann stellen wir die gerne diesen Text der Studentin auch gerne dann der mit im Protokoll, würden wir das einfügen und allen zur Verfügung stellen, weil hier kam mehrmals dann die Frage danach. Okay, das werden wir dann machen. Dann darf ich jetzt begrüßen Frau Rapp und Herrn Fiesel. Warte einen ganz kleinen Moment. Von der St. Elisabeth Stiftung. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite jetzt und hallo in die Runde. Frau Rapp sollte gleich kommen. Sie müsste auch jeden Moment dazu stoßen. Also ich bin ganz begeistert von den Beispielen und auch von den Unterschiedlichkeiten der Organisationen und damit auch Betrachtungsweisen. Ja, und wir haben über den Chat von Ihnen schon einige Fragen zugespielt bekommen, die wir auf jeden Fall noch an unsere guten Beispiele richten werden im Anschluss. Ich glaube, das sind einige Fragen dabei, die nicht nur ein Beispiel betreffen, sondern tatsächlich auch gemeinsam diskutiert werden können. Aber genau, ich sehe, Frau Dapp ist da. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Die Technik funktioniert. Herr Schmitz, Herr Mayer, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier auch dabei zu sein. Wir sind im Tandem dabei. Und ich bin schon ganz inspiriert von den vielen Vorrednerinnen
Und auch wir beide, Herr Fiesel und ich, möchten ein Werkzeug, ein Instrument, ein Tool Ihnen heute vorstellen. Wer sind wir? Die St. Elisabeth Stiftung. Mein Name ist Nicole Rapp. Ich bin die Personalleitung der St. Elisabeth Stiftung und wir haben unser Zertifikat. Seit 2011 sind mit unserem Auditor Herrn Patrick Frede von Anbeginn dabei, sind jetzt auch ganz stolz, diese güldene Banderole seit 2021 zu haben. Und wer sind wir? Wir sind ein Träger, eine Einrichtung der Caritas. Wir sind im Sozial- und Gesundheitswesen unterwegs. Wir haben Hilfsangebote für Menschen im Alter, für Menschen mit Beeinträchtigungen, für Kinder und Jugendliche. Sind 2.500 Kolleginnen und Kollegen im schönen Oberschwaben und sind mit mehreren Standorten in verschiedenen Landkreisen verteilt. Das heißt, wir sind zentral aufgestellt, aber auch dezentral unterwegs. Wir haben als Herausforderung sicherlich, dass wir, dass wir zentral aufgestellt sind. Ich vertrete auch heute meine Kollegin, die Veronika Leichte, die jetzt in Elternzeit ist, die das zentral treibt und steuert. Und das ist auch in Ordnung. Und wir haben aber bald gemerkt, dass wir mit den Menschen vor Ort sprechen möchten. Ich hatte es gesagt, wir sind und arbeiten mit Menschen. Das heißt, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die 24/7, 365 Tage im Dienst sind, die Dienst am Menschen machen und gleichzeitig aber auch die Herausforderung haben, eigene Familie zu haben, nicht nur Mutter, Kind, sondern auch pflegende Angehörige und diese Tätigkeit ja auch bei uns aktiv zu machen. Und wie kriegen wir das gut vereinbart? Und auch so diese Themen, die Vorrednerinnen hatten es schon angesprochen, das Thema Vereinbarkeit ist ja nur was für die Verwaltung, die können ja auch ins Homeoffice. Was ist mit uns in der Pflege, in der Betreuung? Und von daher war es uns ganz wichtig und deswegen freue ich mich auch bei einem Frauenanteil von über 80%, dass mein Kollege Andreas Fiesel hier auch als Mann im Tandem dabei ist und er das Ohr und die Stimme ist auch von den Bereichen. Denn das eine ist, gute Angebote anzubieten, aber die spannende Frage für uns ist ja auch, ist es die Maßnahme aus dem großen Blumenstrauß, die unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort tatsächlich hilft, die auch wirklich ankommt. Also schaffen wir den Transfer, sage ich jetzt mal, aus dem Management Board, aus der Zentrale in die Bereiche vor Ort, wird es gelebt. Und mit diesen Gedanken haben wir die sogenannten internen Vereinbarkeitsaudits gestartet. Das war, glaube ich, auch die Motivation oder der Grund, warum wir heute eingeladen worden sind. Und Ziel war tatsächlich die Bekanntheit unserer Angebote abzuprüfen und auch das Gelebtwerden. Ja, zurückzuspiegeln, auch als Management-Board an die Führungskräfte und natürlich weitere Ideen, Anregungen zu bekommen, was gefällt euch, was kommt an, was könntet ihr euch vorstellen, was über Homeoffice, wo man vielleicht so als erstes Klassisches dran denkt, ist denn wichtig für euch, die im Dienst seid, wenn ihr um 5 Uhr morgens anfängt, wenn ihr Nachtschicht habt und es kommen auch immer wieder Rückfragen oder als wir so gestartet sind, war die Rückfrage, können wir denn nicht im Juni, Juli, August einfach unsere Einrichtungen zumachen, das wäre doch toll, beziehungsweise könnt ihr nicht unsere Dienste abschaffen und das sind ja alles so Sachen, das ist der Rahmen, in dem wir arbeiten, den kennen wir, aber wie können wir trotz dieses anspruchsvollen Rahmens, wir sind ja auch gerade sehr präsent in den Medien zum Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht etc., wie können wir da was für euch machen? Und da haben wir Themenpaten und der Herr Andreas Fiesel ist ein Themenpate in der Behindertenhilfe und der berichtet Ihnen vor Ort von seinen Erfahrungen. Von daher würde ich gleich gerne an Sie, Herr Fiesel, weitergeben. Vielen Dank, Frau Rapp. Genau wie Frau Rapp schon angesprochen hat, bin ich einer der Themenpaten. Also wir haben bei uns in der Stiftung verschiedene Themenpaten, die dieses Thema Vereinbarkeit, Audit und Beruf und Familie vorantreiben, beziehungsweise auch repräsentativ auch darstellen in den einzelnen Bereichen. Und genau zum Ablauf von diesen internen Vereinbarkeitsaudits. Es geht einfach darum, wie Frau Rapp schon gesagt hat, das Thema präsent zu haben, das Thema anzusprechen und auch natürlich für die Mitarbeiter niederschwellig da zu sein. Ich habe mein Büro in dem Bereich der Behindertenhilfe
in Heckbach direkt, wo auch Mitarbeiter einfach bei mir anklopfen können und sagen, hi, Herr Wiesel, ich habe ein Problem oder ich habe eine Idee oder wie können wir das so oder so regeln. Genau. Wir führen aber auch weiterhin jedes Jahr Interviews mit Mitarbeitern, die wir ziemlich unterschiedlich herausfischen, sage ich mal, freiwillig, unfreiwillig, die bleiben aber auf jeden Fall anonym. Wir hangeln uns auch dann entsprechend eines Leitfadens entlang, wo einfach unterschiedliche Fragen schon vordefiniert sind, aber aus der Praxis heraus ist es wirklich nur so ein Backup-Papier. Wenn man einmal eingestiegen ist in das Gespräch, dann erfolgen, also man kriegt sehr viel mit, sehr viel Persönliches, sehr viel Privates, sehr viel auch Kummer und Leid teilweise, aber auch viel Erfreuliches von den Mitarbeitern. Und auf diesen Erfahrungen bauen wir natürlich auch im Beruf und Familie auf, schöpfen daraus auch Ideen für neue kreative Angebote und Maßnahmen. Und da möchte ich einfach noch ein bisschen ein paar Folien kurz anschneiden, sage ich jetzt mal. Auch wir sind nicht unbetroffen vom demografischen Wandel. Also man sieht schon, Altersdurchschnitt ist eher gestiegen. Da randomisiert Mitarbeiter befragen, spiegelt es ungefähr so den Querschnitt, den Durchschnitt der Altersgruppen wider. Wie Frau Rapp auch schon gesagt hat, wir sind in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig. Und führend auch in den Geschäftsbereichen jetzt Kinder, Jugend, Familie, Altenhilfe und in der Behindertenhilfe verschiedene Audits bzw. Interviews durch. Kommt dann auch auf eine Summe von 20 Audits mindestens, indem wir einfach jährlich abfragen bzw. ins Gespräch gehen, wie dort die Situation direkt in der Gruppe bei den Mitarbeitern im täglichen Tun ist. Ein Beispiel. Was für uns auch wichtig ist, ist auch zu hinterfragen, wie sieht es denn privat aus? Haben die Mitarbeiter Kinder unter 18 Jahren? Haben die Mitarbeiter zu pflegende Angehörige oder sogar beides? Also ich falle sogar tatsächlich in die 5% der Kinder mit Kinder und zu pflegende Angehörige. Also meine Tochter wird heute sogar 9 Monate und meine Mutter ist pflegebedürftig. Von daher bin ich bei den 5%. Also ich bin nicht nur Themenpate, ich bin auch Nutznießer, also mich betrifft es sogar sehr direkt. Deswegen kann ich auch gute Auskünfte geben, beziehungsweise auch gut ins Gespräch mit den Mitarbeitern in der Gruppe gehen und bin auch repräsentativ einfach gut tätig, sage ich mal. Genau. Was wir für Maßnahmen, also wir haben einen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen, wo wir auch abfragen, ob die für den Bekanntheitsgrad, was viel genutzt wird, sind Ferienprogramme für Kinder. Zum Beispiel sind sehr bekannt und werden dann dadurch auch sehr gut genutzt. Wir haben ein Zeitwertkonto, das sehr stark genutzt wird von Mitarbeitern. Das ist einfach ein Lebenszeitmodell, wo Mitarbeiter aus ihrem Gehalt einen gewissen Betrag einzahlen können und zum Beispiel ein Sabbatical nehmen können oder einfach eine Auszeit, wenn jetzt ein Angehöriger erkrankt ist und über längere Zeit intensiv gepflegt werden muss. Wir haben vergünstigte Essenmitnahmen für Eltern, für Alleinerziehende zum Beispiel, die das Essen einfach aus unserer Kantine mitnehmen können, verschiedene Beratungsangebote, bevorzugte Pflegeplätze, da wir ziemlich breit aufgestellt sind und auch die Altenhilfe in der Stiftung bei uns ist, haben wir auch bevorzugte Pflegeplätze, wo wir einfach schnell und unbürokratisch vermitteln können, einfach um den Mitarbeitern da auch zu unterstützen oder die Arme zu greifen. Verschiedene Infobroschüren, Kinderbetreuungszuschüsse, auch PAM Plus sind wir in Kooperation und natürlich das klassische Homeoffice, was jetzt in letzter Zeit immer intensiver genutzt wird. Wichtig ist bei uns auch in den internen Audits abzufragen, wie das Zusammenspiel klappt. Dort kommen oft auch Rückmeldungen, dass es sehr unkompliziert ist, mit den Themenpaten, auch mit der Frau Leichtle, ins Gespräch zu gehen, über Maßnahmen zu informieren und auch Angebote anzunehmen. Da haben wir einfach ein klassisches Schulnotensystem, wo wir einfach gucken wollen, zum einen natürlich verschriftlicht, was genau oder wie genau die Zusammenarbeit klappt, aber auch wie in einem Schulnotensystem, dass wir da einfach eine kleine Auswertung haben. Wir wollen natürlich auch Kennzahlen erheben. Was auch wichtig ist, ist die Bewertung der Führungskräfte. Kennen die Führungskräfte überhaupt die Situation der Mitarbeiter? Weil das ist so ein bisschen auch der Aufhänger. Wenn die Führungskraft die Situation nicht kennt, nicht wahrnimmt oder dann klappt es auch mit der Vereinbarkeit Familie und Beruf nicht.
aber überwiegend positive Rückmeldungen. Also die Führungskräfte kennen die Situation der Mitarbeiter, die private, und nehmen da auch Rücksicht, beziehungsweise versuchen da so weitestgehend Rücksicht zu nehmen, was nicht immer leicht ist im Schichtdienst. Genau. Ein Schwerpunktthema war natürlich Corona. Die letzten zwei Jahre, da haben wir jetzt einfach aus dem Leitfaden eine Frage hinzugefügt. Also wir sind da auch ein bisschen variabel unterwegs, wir legen dann auch mal Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel jetzt Corona. Da ging es dann hauptsächlich auch darum, ob die, wie herausfordernd das war, ob Maßnahmen gewirkt haben, ob wie die Erlebnisse waren oder auch wir abgefragt haben, was könnte man besser machen, was, wie kann man doch mehr unterstützen. Wir haben natürlich auch viele geplante Maßnahmen, wo jetzt für die Zukunft noch geplant werden. Eins davon ist zum Beispiel auch der verlässliche Dienstplan. Also vieles steht und fällt mit einem verlässlichen Dienstplan. Da sind wir gerade dabei, in einer Arbeitsgruppe da was zu erarbeiten, damit die Mitarbeiter sich darauf beziehen können. Und wir sind stetig dran in der Weiterentwicklung von Fahrbarkeitsaudits. Wir erheben, wollen mehr Kennzahlen und auch optimierte Kennzahlen erheben und auch mehr Vernetzungen einfach haben. Also wir wollen uns weiter vernetzen, weiter Kooperationen schmieden, um einfach noch mehr den Blumenstrauß zu gestalten, noch bunter, noch farbenfroher und den Mitarbeitern, soweit es möglich ist, zu unterstützen. Sowohl die Verwaltungsmitarbeiter als auch natürlich die Mitarbeiter auf den Wohngemeinschaften, wo im Schichtdienst arbeiten. Ja, ganz vielen Dank. Dann ganz vielen Dank, Herr Fiesel, ganz vielen Dank, Frau Rapp. Dann würden wir auch direkt zum nächsten übergehen. Frau Rapp hat ja dankenswerterweise schon im Chat geantwortet. Also Sie können gerne weiter Fragen stellen, auch wenn das jetzt über die Zeit hinausgeht. Wir werden diese sammeln und dann nachher auch mit der Dokumentation auch nochmal beantworten. Dann würde ich jetzt Frau Schiller als nächstes auf die Bühne holen. Von der Universitätsmedizin Göttingen. Nochmal ein anderer Blick auf das Thema. Genau, ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank, dass ich heute eingeladen bin, um unser Praxisbeispiel vorzustellen. Ja, mein Name ist Charlotte Schiller und ich arbeite im Gleichstellungsbüro der Universitätsmedizin Göttingen seit September 2020 und bin da zuständig für die Koordination des Audits in unserem Haus. Genau, ja, dann komme ich mal direkt zur Sache sozusagen. Ja, ich habe als Praxisbeispiel den Vereinbarkeitspreis UMG mitgebracht. Aber nochmal ganz kurz, wer sind wir eigentlich? Also wir sind Maximalversorger in Niedersachsen. Wir haben rund 9000 Beschäftigte. Der größte Teil davon entfällt auf unsere Pflege und auf die Verwaltung. Daraus ergibt sich auch ein hoher Anteil an weiblichen Beschäftigten. Ja, da wir Uniklinik sind, sagen wir immer, wir sind eine Einheit aus Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Also wir haben natürlich auch Studierende, WissenschaftlerInnen und ForscherInnen. Wir sind auch seit 2015 auditiert mit dem Zertifikat Prüfung Familie und sind auch Mitglied im Netzwerk Familiende Hochschule. Und genau wie meine Vorrednerin haben wir auch natürlich große Themen. Das ist bei uns im Hause unter anderem das Generationenmanagement, lebensphasengerechte Arbeitsorganisation. Das ist natürlich an einem Klinikum nochmal was ganz Besonderes mit der Präsenzkultur und Schichtdienst. Und wir haben als unseren Evergreen im Prinzip auch einen immer noch hohen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Wir haben zwar eine eigene Kita, aber tatsächlich reicht es nicht. Ja, und dann komme ich jetzt zu dem Vereinbarkeitspreis. Also nochmal zum Kontext. Das hat sich eigentlich daraus ergeben, dass wir uns, oder eigentlich war es ja meine Vorgängerin, gefragt haben, wie können wir ganz konkret Führungskräfte erreichen als Zielgruppe in der Umsetzung für Vereinbarkeitsfreundlichkeit. Dann ist 2016 der Vereinbarkeitspreis ins Leben gerufen worden und ist seitdem auch etabliert. Das heißt, das ist ein Instrument, um Vorbilder sichtbar zu machen und vereinbarkeitsfreundliche Führung auch richtig zu feiern. Das sehen Sie später noch. Und es ist eine Auszeichnung für Führungspersonen, die eben ihre Arbeitsbedingungen in den Teams so gestalten, dass die Mitarbeitenden ihr Beruf, Privat- und Familienleben gut miteinander vereinbaren können.
Ja, dann nur ein paar Short Facts auch angesichts der Zeit. Also der Preis, der erschöpft sich nicht nur in einem reinen Lob, sondern der ist tatsächlich auch mit 1.000 Euro dotiert. Und diese Mittel können dann auch der Preistragende oder die Preisträgerin in ihrem Bereich investieren für vereinbarkeitsfördernde Maßnahmen. Das können Sachmittel sein in Form von einem Spielekoffer oder eben auch eine Hilfskraft, die eine schwangere Wissenschaftlerin unterstützt. Ja, zum Ablauf. Der Vereinbarkeitspreis wird jedes Jahr oder seit 2016 jedes Jahr vor den Herbstferien für 4 Wochen ausgeschrieben. Dazu wird dann ein elektronisches Nominierungsformular freigeschaltet und ja, alle Beschäftigten können nominieren. Es gibt da keine Einschränkungen auf bestimmte Bereiche oder Führungskräfte. Und die Wahl selbst, wenn dann die Ausschreibungsfrist beendet ist, die erfolgt bei uns durch unsere Gleichstellungskommission. Dafür wird eine extra Sitzung einberufen. Ich sehe gerade alles eingefroren. Also das bei mir funktioniert. Genau, es läuft, glaube ich, für die Teilnehmenden weiter flüssig. Ich glaube, der Schweizer hat gerade Probleme mit der Verbindung. Ja, dann sagen Sie mir einfach, wo ich nochmal neu anfangen soll. Ich glaube, Sie können einfach weitermachen, ja? Ja, okay. Ja, genau. Ja, die Wahl erfolgt durch die Gleichstellungskommission und dazu wird eine extra Sitzung einberufen. Die Mitglieder der Gleichstellungskommission haben auch jeweils die Möglichkeit, ein kurzes Statement abzugeben. In der Regel wird auch nochmal diskutiert über den jeweiligen Favoriten und dann erfolgt eine geheime Wahl. Ach so, ich habe eben vergessen zu erwähnen, weil ich hatte ja hier auch 2 Bilder mitgebracht. Die Ausschreibung wird natürlich auch flankiert durch Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir haben hier auch Poster. Ich habe jetzt das hier aus dem Jahr 2020 mitgebracht. Und bekannt gemacht wird es halt im Intranet und durch nochmal einen Newsletter-Aufruf. Genau, wenn dann der Preisträger oder die Preisträgerin feststeht, findet eine feierliche Verleihung statt. Vor Corona-Zeiten war das so, dass auch in der Regel dann das jeweilige Team mit dabei war des Preisträgers. Und jetzt ist es halt in den letzten 2 Jahren eben ohne das Team gewesen, also im kleinen Kreis. Der Vorstand war da, die Gleichstellungsbeauftragte. Es wird dann eine kurze Laudatio auch gehalten. Und da wird auch immer ein Pressefoto gemacht. Und ja, und dann gibt es eben auch, das sehen Sie hier rechts, einen Sondernewsletter, der eben über die über den Vereinbarkeitspreis dann nochmal berichtet und regionale Presse. Ja. Kommt noch die Frage rein nach dem Kriterienkatalog. Nach welchen Kriterien verleihen Sie den Preis? Also es ist ja der Vereinbarkeitspreis, das heißt Kriterium ist oder das höchste Kriterium ist eben Vereinbarkeit, aber da passt eigentlich das ganz gut, was Frau Schweizer eben reingebracht hat. Vereinbarkeit ist ja ganz viel. Vereinbarkeit erstreckt sich auch bei uns nicht nur auf kleine Kinder und das ist bei uns gerade im Hause auch ganz viel Arbeitsorganisation. Wir haben da keine festen Kriterien vorgegeben, aber wenn man sich die Begründungen anschaut, dann ist es ganz oft eben das Arbeitsorganisation, gute Dienstplangestaltung. Es werden ganz oft auch, ja, ich würde sagen, so weiche Kriterien genannt, so Soft Skills, ein offenes Ohr. Und um es so zusammenzufassen, ich glaube, es geht ganz oft denjenigen, die nominieren, dass eben ihre Führungskraft ihnen entgegenkommt und die Führungskraft ein modernes Führungsverständnis hat. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz zu den Preisträgern der letzten Jahre. Also wir schauen auch in der Gleichstellungskommission, ich bin dabei, ich darf selber nicht mitwählen, dass wir auch eine Ausgewogenheit hinbekommen. Also das heißt, das eine Jahr ein Mann, das andere Jahr wieder eine Frau. Und es sollen auch nicht nur die Professuren den Preis abgreifen, sondern ja, es ist auch mal eine Pflegedienstleitung oder wir hatten auch eine Lehrerin in der Pflegeschule nominiert oder die Leiterin des Schreibbüros. Ja, also ganz unterschiedliche Ebenen, Bereiche. Ja, ganz vielen Dank. Dann würde man jetzt noch mal ganz kurz mal ins Podium reingehen. Die Zeit ist jetzt schon fast um. Also wie gesagt, es war eher ein Speed-Dating, aber das Ziel war schon jetzt mit der Veranstaltung relativ viel in einer Stunde mal reinzupacken an ganz praktischen Beispielen auch.
Genau, und Ihre Fragen haben uns ja auch erreicht. Und wenn wir jetzt gleich das Podium freischalten, dann können wir auch gleich loslegen. Genau, es ist auch, wie Herr Schmitz gesagt hat, bereits 12 Uhr. Ich schlage vor, dass wir noch ein paar Minuten für die Fragen ansetzen. Entschuldigung an alle, die jetzt in den nächsten Termin huschen müssen. Aber die Zeit sollten wir uns jetzt noch nehmen. Super, ich sehe, genau, Sie sind alle wieder da. Wunderbar, es gibt eine Frage, die ich gerne zu Beginn aufgreifen möchte. Denn einige von Ihnen, liebe Teilnehmenden, haben gefragt, wie denn diese Nachhaltigkeitsthemen auch in den betrieblichen oder organisationellen Alltag übertragen werden. Die Frage richtet sich hier explizit an Frau Schweizer, aber ich glaube, das ist eine Frage, die auch für andere relevant ist. Also die Initiativen, die tollen Initiativen, die Sie vorgestellt haben, wie ist es denn möglich, hier den Transfer zu schaffen, auch in den betrieblichen organisationellen Alltag? Wollen Sie beginnen, Frau Schweizer? Ja, sehr gerne, weil die Frage, die finde ich existenziell. Also diese, wie ich ja schon sagte, das sind ja so Themen, die quer sind. Und wo ja viele sagen, nice to have, aber die müssen wir auch nicht unbedingt haben. Von daher sind Nachhaltigkeitskriterien, ob Personen dafür zuständig sind, mit Stunden hinterlegt. Wir haben uns zum Beispiel auch im Laufe des Audits dafür eingesetzt, dass wir eine Referentin für Diversity haben, dass wir zwei Beschäftigte im Familienservicebüro haben, dass das Thema bei der Unileitung auch angehängt ist. Ich sage jetzt mal vom Bild her gesprochen, dass es bottom-up und top-down ist sozusagen. Aber wie gesagt, also ich finde die Frage gut. Also ist das ein kleines Projekt, was man mal macht, weil es schön ist? Oder belegt die Einrichtung die Ernsthaftigkeit ihres Wollens und Tuns damit, indem sie Personen damit auch hinterlegt und das Thema auch immer wieder auf die Tagesordnung hat und ob das nicht, und das würde ich noch dazu sagen, das ist nicht nur, ja, das ist jetzt wieder die Beschäftigte, die das Thema hat, die das Gesicht des Themas ist, sondern wir bemühen uns ja, wir haben immer viel von Führungskräften gesprochen, dass sozusagen die einzelnen Verantwortlichen in ihren Bereichen da auch die Themen benennen. Soweit. Okay, wunderbar. Vielen Dank für den Einblick, Frau Schweizer. Ich würde diese Frage auch ganz gerne an Frau Meierthaler weitergeben, denn auch Ihr Impuls hat zu einer ähnlichen Frage geführt. Denn das klingt alles toll, Ihre Initiativen, aber wie stellen Sie denn sicher, dass Sie auch tatsächlich beim Mitarbeiter ankommen und dort auch gelebt werden und damit eben auch Teil des betrieblichen Alltags werden? Sehr gute Frage, diese Problematik. Mit der beschäftigen wir uns eigentlich Tag ein, Tag aus, weil natürlich alle Mitarbeitenden ein Tagesgeschäft haben, das sehr vollgepackt ist. Es sind auch sehr viele im Außendienst unterwegs, die wirklich sagen, wir haben dafür keine Zeit und uns ging es bisher gut. Warum müssen wir denn eigentlich was ändern? Ne? Also überhaupt mal den Mehrwert aufzuzeigen. Das ist einmal das Thema, dass wir sagen, wir bringen kontinuierlich wirklich neue Impulse, sei es jetzt bei unseren Diversity-Initiativen, auch bei unseren betrieblichen Gesundheitsmanagement-Themen, eigentlich bei allen. Zusätzlich auch, was Frau Schweizer schon gesagt hat, einmal haben wir das Thema, wir haben Beauftragte in jeder einzelnen Gesellschaft, die sich dem Thema annehmen und es in die Organisation tragen, vor allem auch in der Kommunikation. Sei es jetzt eben Marketing, dass wir wirklich auch Leute erreichen, die nicht direkt vorm PC sitzen, sondern auch diejenigen, die in Werkstätten oder sowas arbeiten, dass wir die in Form von Plakaten, Flyern und so weiter, die wir dann ans schwarze Brett hängen, irgendwo auslegen in Kantinen und so weiter auch erreichen und ihnen überhaupt mal aufzeigen, was wir da machen. Also erstmal ist dieses Thema Erreichen das Hauptthema von uns. Und dann eben wirklich den Mehrwert schaffen, indem wir die Leute einmal erreicht haben und kontinuierlich immer wieder bespielen. Was wir jetzt ganz neu haben, was ganz Tolles ist, wir haben einmal natürlich Top-Down, also die Geschäftsführer sind verpflichtet, dass sie dieses Thema in die Organisationen leben, aber auch Bottom-Up. Zum Beispiel für das Thema Diversity haben wir ganz neu sogenannte Diversity-Botschafter ins Leben gerufen. Das sind Mitarbeitende, die sich freiwillig für dieses Thema engagieren wollen.
Und die sind wirklich in jeder strategischen Geschäftseinheit inzwischen vorzufinden und haben wahnsinnig viele Ideen, wie sie dieses Thema vorantreiben. Und solche Fürsprecher braucht man einfach, weil ich habe auch festgestellt, es ist ganz auf diese persönliche Ebene, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn man mit den Personen spricht und vor allem, wenn ich jemanden habe, der für das Thema brennt und dafür steht und das Stück für Stück weiterträgt, das hilft uns auch ganz viel. Also im Prinzip sind es sehr, sehr viele Kanäle, die wir Stück für Stück immer wieder bespielen müssen. Also hier das Thema der Kommunikation ganz stark machen und eben auch die Beschäftigten dort erreichen, wo sie sich befinden. Und gerade wie Sie das geschildert haben, in einem sehr diversen, auch Arbeitszusammenhängen, ist es natürlich nicht so einfach und auch eine Herausforderung. Super, genau. Vielen Dank für Ihre Antwort. Herr Schmitz, welche Frage möchten Sie noch gerne in das Plenum mitnehmen? Genau, also ich habe gerade mal reingeschrieben, wir überziehen gerade. Also für diejenigen, die jetzt nicht weiter dabei sein können, das Ganze wird ja noch hochgeladen. Man kann sich das nachher nochmal anhören, weil ich sage auch immer, ist ganz wichtig, eigentlich Pünktlichkeit, Verlässlichkeit für Vereinbarkeit, was wir jetzt nicht ganz einhalten. Es gab hier noch eine, ja, aber auch eine Frage, die, wo man dann sehr weit ausschweifen kann, aber es ging speziell an Frau Rapp und Herrn Fiesel, und zwar das Thema Fachkräftemangel und Vereinbarkeit, gerade in Ihrer Branche. Führt Fachkräftemangel ja zu einer enormen Verdichtung und somit schwieriger Vereinbarkeit. Aber gleichzeitig muss man mehr Vereinbarkeit haben, um attraktiv zu sein. Vielleicht da noch mal so eine kleine Blitzlichtantwort. Ja, gerne. Total spannende Frage. Herr Fiesel hat es vorhin gesagt, beispielsweise verlässliche Dienstplanung. Also das als, wie soll ich denn sagen, Alleinstellungsmerkmal anzugehen, anzusprechen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wir werden es nicht schaffen, den Dienstplan abzuschaffen oder die Dienstzeiten. Das ist einfach Tatsache. Aber im Gespräch sein, glaube ich. Die Vorrednerin hat es auch gesagt, austauschen, kommunizieren, drüber reden und da vielleicht auch gemeinsam neue Ideen und Lösungen finden. Das ist so unsere Herangehensweise. Herr Fiesel, Sie dürfen aber gerne nochmal aus der Praxis ergänzen. Genau, also auch der Punkt, klar, Fachkräfte generieren bzw. Personalgewinnung durch stärkere Vereinbarkeitsthemen bzw. Angebote und Maßnahmen, ganz wichtiger Punkt. Wir können nur Fachkräftemangel entgegenwirken, indem wir den Fachkräften auch, den Mitarbeitern auch dementsprechend die Arbeit auch soweit erleichtern, unterstützen bzw. mit im Privatleben kombinieren oder vereinbaren können. Und dazu brauchen wir zum einen die Fachkräfte und Mitarbeiter, die uns sagen, was sie im Detail überhaupt alles wollen. Und dazu stehen wir Themenpaten bereit. Und es ist auch die Kommunikation, die wir auch haben oder beziehungsweise auch die Ansprechpartner, die wir sind, um genau das aufzufangen, um das zu transportieren beidseitig, also sowohl bottom-up, also top-down. Und da sind wir eine zentrale Schlüsselrolle und dem gehen wir an und dem gehen wir nach, so gut wie es geht. Ich denke, das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort. Also wir hätten über jedes einzelne Beispiel, glaube ich, eine ganze Stunde diskutieren können. Da waren bestimmt noch ganz viele Fragen. Aber man, die Vernetzung kann ja auch weitergehen. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Ihnen, die vorgetragen haben, die guten Beispiele auch in die Runde gegeben haben. Und so wie ich hier so das Feedback im Chat auch sehe, haben wir ganz viel positive Rückmeldungen. Ich denke, das hat ganz viel Inspiration gegeben und möchte mich da nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und ich denke, das war ein gutes Finale dann auch für unsere Veranstaltungsreihe, die wir seit Ende letzten Jahres gemacht haben und gibt wieder Ideen für neue Veranstaltungsreihen. Super, das sehe ich auch so, Herr Schmitz. Auch hier von uns, von mir und vom Netzwerk Bruder Volkswagen der Familie, vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmenden, dass Sie dabei waren und insbesondere natürlich auch an unsere tollen Beispiele. Ich hoffe, dass wir da in Zukunft die Gelegenheit haben werden, auch noch intensiver und zu ähnlichen und anderen Themen in den Austausch zu gehen. Und genau, es war eine spannende Reise mit Ihnen, Herr Schmitz, mit Ihnen, liebe Teilnehmenden. Wir haben wirklich zukunftsweisende Themen, wie wir das sehen, auch gemeinsam besprochen. Und ich glaube, wir sind so ganz gut gerüstet für die Vereinbarkeitsherausforderungen des Jahres 2022. Und genau, an der Stelle bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als Ihnen allen noch einen schönen Tag zu wünschen. Und wir freuen uns sehr, Sie schon bald wieder bei einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu können. Genau. Herzlichen Dank auch
für diesen krönenden Abschluss. Das Netzwerken geht weiter. Wir haben jetzt in Kürze unser Audit Netzwerk exklusiv. Da kriegen Sie auch Informationen mit der Dokumentation. Und ja, ich freue mich auf das nächste Aufeinandertreffen mit den Vortragenden, aber natürlich auch mit den Teilnehmenden, die jetzt auch noch ausgehalten haben, und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Nicht ganz ohne anzusprechen auch das, was wir gerade noch mal alle durcherleben müssen durch die Ukraine. Ich weiß, dass Zeppelin da zum Beispiel auch ziemlich betroffen ist von dem Ganzen. Das Ganze auch noch mal im Hinterkopf. Und ja, ich hoffe, dass wir ja bald eine Corona-freie und eine friedlichere Zeit haben. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, machen Sie es gut.